Ja, wir haben heute schon gehört etwas über Mistgabeln. Wir haben gehört über ja, irgendwelche Eliten ins Kolosseum zu stecken. Aber ich denke mal, was ganz wichtig ist, ist auch bei sich selbst hinzugucken. Das ist immer wieder mal so ein Thema. Bei der letzten Woche oder auch in dieser Woche möchte ich da gerne auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Ich gehe mal hier ein Stückchen drunter, weil sonst verschwimmt das, dann kann ich nichts mehr lesen. Erst einmal ein Dankeschön an Benjamin. Das ist ein Kontakt über Facebook, der mich dazu inspiriert hatte und mir auch die eine oder andere Passage hier aus dieser Rede zur Verfügung gestellt hat. Schwere körperliche Arbeit, die Sorge um Heim und Kinder, kleinliche Streitigkeiten mit dem Nachbarn, Kino, Fußball, Bier und vor allem Glücksspiele füllten den Rahmen ihres Denkens aus. Es war nicht schwer, sie unter Kontrolle zu halten. Wer weiß eventuell, wo diese Worte herkommen? Das ist aus George Orwell, 1984. Es könnte aber auch genauso gut in einem Geschichtsbuch stehen, wenn wir in ein paar Jahren nicht aufpassen, dass wir in unserer Generation nämlich genau so waren. Wir haben gejubelt, wir haben Public Viewing gemacht für die WM und hinter unserem Rücken, mehr oder weniger, ist der Krieg angezettelt worden. Aber wenn wir nicht anfangen umzudenken, kann das ganz leicht passieren. Denn heutzutage überschattet die Ignoranz die Moral, die Liebe, den Frieden von uns Menschen. Ich weiß, dass zum Beispiel mein Smartphone von armen Menschen in heißen Ländern unter unmenschlichen Bedingungen die Rohstoffe dafür aus dem Boden geschürft wurden. Nur um ihre Familien ernähren zu können. Und damit große Länder wie zum Beispiel Deutschland oder Amerika in Wohlstand leben können, mussten schon immer andere dafür bluten. Ich erinnere mal an die Kolonialzeit, an die Zeit der Sklavenhaltung und vieles, vieles mehr. Und heute, wir Menschen, ihr, ich, wir alle unterstützen es. Ich habe jetzt diese Woche einen Bericht gelesen und darin wurde dargestellt, dass wir jeder ca. 35 Sklaven besitzen. Gut, die sind nicht mehr bei uns auf dem Grundstück, wir müssen sie nicht ernähren, sie kriegen nicht von uns persönlich die Peitsche, aber sie werden im Ausland für uns ausgebeutet, für das, was wir hier verkonsumieren. Und ich weiß, ich bin da genauso dran schuld, aber ich kritisiere auch niemanden dafür, denn wir alle stecken in diesem Spiel. Und ich will endlich mal wieder in den Spiegel schauen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich frage mich auch sehr oft, wo ist die Grenze? Heute prügeln sich die Menschen bei Neuverkäufen von irgendwelchen Spielekonsolen oder irgendwelche neue Handys, die rauskommen, die wir nicht wirklich brauchen, um glücklich zu sein. Vor allem, was ist das denn? Ich kenne auch solche Menschen, die müssen immer was Neues kaufen, dann sind sie, je nachdem wie groß das ist, was sie kaufen, mal wieder ein paar Stunden oder vielleicht auch mal ein paar Tage, sind sie wieder happy. Aber irgendwann geht bei denen das Gefühl wieder weg und schon muss wieder neu konsumiert werden. Und was ist das für ein Glück, wenn es von außen kommen muss, von irgendeiner vergänglichen Sache, von irgendeiner vergänglichen Ware? Und wie lange halten solche von außen herbeigeführten Beglückungen denn an, wenn wir innerlich nicht zufrieden sind, nicht glücklich sind? Und wir sind auch nur vermeintlich glücklich, weil wir uns der Verantwortung nicht bewusst sind, weil wir die Verantwortung nicht selber tragen müssen, dass andere für unser Wohl leiden oder sogar sterben müssen. Ich erinnere an den Großbrand, den wohl jeder mitbekommen hatte, in Bangladesch, wo 109 Menschen, heißt es, ums Leben gekommen sind bei dem Brand. Dafür, dass ein großes Kaufhaus dort seine Textilien fertigen lässt für uns.
Dadurch, dass das Banken- und Weltwirtschaftssystem seit über 100 Jahren Einfluss auf unser Schulsystem, die Medien und die Politik hat, haben wir angefangen, die Fassade unserer Gesellschaft, die Matrix, als normal, gut und real zu akzeptieren. Eine Illusion, die uns von einer falschen Religion aufgerückt wurde und so viele Menschen auch heute noch leider lieben. Tanzen wir nicht immer noch um das goldene Kalb? Haben wir wirklich nichts gelernt? Wir müssen aus unserer Vergangenheit lernen. Regierung und Politik sind nur Begriffe und Namen. Aber wir machen daraus etwas, woran wir glauben und verehren. Und machen es zu einer neu modernen Religion. Anstatt selbst zu denken und zu erkennen, dass es dabei keine Gewinner geben kann, sondern nur mehr Unterdrückung, Verlierer und am Schluss Tote. Wahlen werden manipuliert und die Medien sind kontrolliert. Das ist nichts, was nicht schon längst bekannt wäre. Aber viele Menschen können es nicht sehen und erkennen, weil das Denken und das Lieben durch den Kampf ums Überleben und der Sucht nach Konsum ersetzt wurde. Wir unterwerfen uns ohne Nachfrage das gleiche Verhalten, und das ist das Schlimme, das geben wir auch noch an unsere Kinder weiter. Doch was treibt uns dazu, dass wir Elektroschocker und Gummiknüppel gegen unsere Brüder und Schwestern einsetzen, sie niederschlagen, aber Kriminelle verteidigen? Wir Menschen haben vergessen. Wir haben vergessen, dass wir alle in einem gemeinsamen, riesengroßen Boot sitzen und nicht in vielen kleinen. Die Trennung der Menschen durch Gruppierung und Angst, Angst, die durch die Weltpolitik aus der Geld- und Weltwirtschaftsdiktatur geschürt wurde, um uns Menschen gefügig zu machen. Wir zerstören andere, um uns selbst zu retten und unseren Job behalten zu können. Dafür werden auch die Politiker genutzt, denen wir so vertrauen. Sie überliefern uns nur die selbstgemachten Probleme der Kriminellen. Doch was nützt uns alles Reichtum und unseren Job, wenn wir nachts nicht mehr schlafen können, gefühllos und gedankenlos werden? Nichts. Denn wir zerstören nicht nur unsere Zukunft, sondern auch die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel. Aber die Schuld liegt nicht nur an Ihnen, egal wen wir damit meinen, sondern auch an uns. Wir sind mitschuldig, weil wir diesen ganzen Mist viel zu lange toleriert und viel zu lange zugelassen haben. Wir müssen jetzt wirklich aus unserer Vergangenheit lernen und nicht nur aus unserer Vergangenheit, sondern auch aus der Gegenwart. Es ist meiner Meinung nach nicht mehr 5:45, es ist 12 Uhr. Und wir müssen endlich anfangen, umzudenken. Die Politik hat sich seit dem letzten Weltkrieg nicht wirklich geändert. Wir müssen umdenken. Viele tun es auch schon. Aber wir müssen uns weiter gegenseitig informieren und unterstützen. Es gibt kein Links oder Rechts und auch keine anderen Gruppen wie Muslime, Juden oder Russen. Wir sind alle gleich. Wir sind alle Menschen. Es sind nur Begriffe, die uns auf Befehl der Politik, natürlich mit Hilfe der Medien, teilen, um uns beherrschbar zu machen. Genauso wie das Kapital und der Profit unser Denken nicht beeinflussen darf. Anstatt zu jemandem hochzuschauen, müssen wir endlich anfangen, nach vorne zu schauen und zusammenkommen. Und das machen wir ja mittlerweile jeden Montag in über 100 Städten. Wenn wir nach vorne schauen, dann wissen wir, wohin, wo wir hinlaufen. Und blind durchs Leben gehen, das endet meist nicht gut. Entweder siegen wir gemeinsam oder wir werden alle gemeinsam verlieren.
Wir können für unsere eigene Sicherheit und den eigenen Frieden sorgen. Wenn wir endlich anfangen zu verstehen, dass wir dafür die Sicherheit und den Frieden unserer Mitmenschen schützen müssen. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit für alle Menschen. Dankeschön.